Schön, dass ihr wieder da seid. Heute möchten Helmholtz und ich wieder experimentieren. Wir zeigen euch heute die Meister der Entschleunigung, das Phytoplankton. Was ist überhaupt Phytoplankton? Das sind mikroskopisch kleine Pflanzen, die im Ozean rumtreiben. Sie sinken allmählich in die Tiefe des Wassers ab, wo kein Sonnenlicht mehr ist. Deshalb wollen sie möglichst langsam absinken. Und wir zeigen euch heute, wie das Phytoplankton das macht. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür eine leere 1,5 Liter Plastikflasche, eine Schere, Zahnstocher, eine alte Zahnbürste, Knete und Wasser. Die Flasche ist unser Versuchstank. Diese schneiden wir am oberen Ende ab. Und danach füllen wir sie mit Wasser. Zunächst nehmen wir drei gleich große Knetmassen, kneten drei Kugeln. Eine Kugel, da schneidet man Zahnstocher klein. Und in wieder der dritten Kugel nimmt man jetzt die Zahnbürste, schneidet die Borsten ab und steckt die in die Knetkugel. Die erste lässt man normal. Die zweite Kugel, da tut man die Borsten der Zahnbürste drauf. Auf die dritte Kugel kommen die Zahnstocher. Jetzt werfen wir diese Kugeln in das Wasser. Und damit wir das festhalten können, nutzen wir ein Handy, um die Zeit zu stoppen. Fangen wir mit dieser ganz normalen Kugel an. 3, 2, 1. Jetzt werfen wir das mit den Holzstäbchen rein. Und zum Schluss werfen wir das mit den Borsten hinein. Man hat also gesehen, dass die Kugel, wo keine Borsten oder Zahnstocher dran war, schneller absank als die anderen beiden. Das Phytoplankton macht genau dasselbe. Es hat Dornen oder kleine Stacheln an sich, damit es langsamer durch den Ozean gleitet, damit es halt die Sonne noch mehr genießen kann. Helmholtz und ich sagen für heute Tschüss. Das war's für heute.